Phoenix persönlich. Auch 10 Jahre nach der Bankenkrise sind die Finanzmärkte weitgehend unreguliert. Das gefährdet das gesamte Finanzsystem. Hier vor der Stuttgarter Börse, der alten Börse, stehen wir und sehen, die Finanzmärkte und die Realwirtschaft gehen weiter auseinander als je zuvor. Gerhard Schick, Sie setzen sich für eine Finanzwende ein. Warum? Wir können sehen, dass die Finanzmärkte so organisiert sind, dass wenige profitieren, aber viele Verlierer produziert werden. Die Finanzmärkte sind nicht wirklich im Dienst der Gesellschaft und das wollen wir ändern. Können wir denn im Augenblick davon ausgehen, trotz dieser Diskrepanz, dass wir ein einigermaßen stabiles Finanzsystem haben? Im Moment ist manches so notdürftig stabil gehalten. Also zum Beispiel ist es ja so, dass manche Leute jetzt ihre Kredite nicht bedienen müssen, wenn sie durch Corona in Schwierigkeiten sind. Aber das kann man ja auch nicht dauerhaft machen. Und die Banken sind mit einer viel zu geringen Eigenkapitalausstattung, also mit einem viel zu geringen Polster in diese Krise reingegangen. Aber ist die Eigenkapitalausstattung nicht das gewesen, was man vor über 10 Jahren bei der Finanzkrise verlangt hat? Und dann haben die Banken gesagt, ja, jetzt sind wir einen Riesenschritt weiter, Eigenkapital ist da, alles ist stabil. Da ist tatsächlich ein bisschen was passiert, aber viel zu wenig, weil in dem Moment, wo das Licht der Öffentlichkeit dann von der Bankenkrise weg war, ist das alte Spiel wieder losgegangen, dass die Lobbyorganisationen von Banken, Fonds und Versicherungen wieder die entscheidenden Reformen ausgebremst haben. Und deswegen ist zwar der Eigenkapitalpuffer jetzt bei mindestens 3% festgelegt, bei großen Banken etwas mehr, aber das heißt ja im Umgekehrten, dass immer noch weit über 90% dessen, was die Banken machen, fremdfinanziert ist. Und das ist natürlich nicht stabil. Sie verlangen ja eine Finanzwende. Eine Finanzwende, für die Sie ja auch aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden sind. Sie waren der finanzpolitische Sprecher der Grünen. Sie haben gesagt, ich gehe da raus, weil ich im Zweifelsfall mehr erreichen kann, wenn ich nicht im Bundestag sitze, sondern wenn ich eine NGO führe. Was war der Anlass dazu? Was war für Sie persönlich der Grund zu sagen, ich lasse mich auf ein ja auch persönliches Risiko ein? Also eigentlich gibt es keinen Sinn, aus dem Bundestag rauszugehen, wenn man nur auf sich selber guckt. Denn da hatte ich natürlich schon sehr viele Möglichkeiten, im Untersuchungsausschuss Sachen aufzudecken, Fragen zu stellen, konkrete Vorschläge im Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Aber was eben deutlich geworden ist, ist, es gibt eine Lücke in der deutschen Zivilgesellschaft. Es gab eine Lücke, dass sich keine Organisation mit den Finanzmärkten wirklich beschäftigt hat. Also es gibt Umweltverbände, Sozialverbände, Menschenrechtsorganisationen, aber niemand hat sich im Kern mit den Finanzmarktfragen beschäftigt. Und deswegen haben sich einige Leute gesagt, diese Lücke müssen wir füllen. Und mein Wechsel aus dem Bundestag gibt nur einen Sinn, wenn es nicht nur mein Wechsel raus ist, sondern dadurch jetzt viele Menschen zusammenarbeiten können, auch als Gegengewicht zu den Lobbyorganisationen von Banken, Fonds und Versicherungen. Was haben Sie denn als Bundestagsabgeordneter erlebt, wie mit dem Thema Finanzen umgegangen worden ist? Sie haben im Untersuchungsausschuss gesessen, das haben Sie gerade gesagt. Da gab es ja schon große Probleme mit Cum-Ex, wobei wir ganz kurz noch mal sagen müssen, was das für ein Problem ist, beziehungsweise was das für ein Betrug ist. Da geht es ja um den Umsatzsteuerbetrug. Also bei Cum-Ex handelt es sich um Steuertricks, aber Trick ist eigentlich viel zu nett gesagt. Es ist eigentlich organisierte Kriminalität am Finanzmarkt. Insgesamt ein Schaden von über 10 Milliarden Euro für den Steuerzahler, allein die Cum-Ex-Geschäfte. Es gibt dann noch verwandte Geschäfte, dann ist es noch deutlich mehr. Und mir ist es gelungen, damals einen Untersuchungsausschuss im Bundestag durchzusetzen, um diese Geschäfte aufzuklären und auch das Versagen des Staates dabei aufzuklären. Aber es ist interessant, über keinen Untersuchungsausschuss in der Geschichte der Bundesrepublik ist so wenig berichtet worden, weil in unserer Gesellschaft einfach der Resonanzraum für diese Finanzgeschäfte und für diese Finanzfragen fehlt. Und ich glaube, deswegen haben Betrüger in Deutschland auch ein besonders gutes Spiel, weil aus den einzelnen Skandalen viel zu wenig passiert. Und das war für mich so ein Grund. Ich habe dann überlegt, warum arbeitet eigentlich niemand zu dem Thema? Es gab bis dato keine Organisation in Deutschland, die sich mit solchen Finanzfragen beschäftigt hat. Da habe ich gesagt, wir müssen diese Lücke füllen, denn es kann nicht sein, dass wir meinen, dass im Parlament die Leute das dann alle machen, wenn in der Gesellschaft diese Arbeit nicht gemacht wird. Und wir versuchen eben jetzt als Finanzwendeorganisation auch zu diesen Cum-Ex-Fällen zu arbeiten. Zum Beispiel haben wir eben einen wichtigen Whistleblower unterstützt
Also und, jemand, der aus der Insider-Szene sagt, was da passiert ist. Genau, also es handelt sich hier um einen Stuttgarter Anwalt, in dem Fall, der ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass dieser Prozess in Bonn, wo jetzt erste Verurteilungen stattgefunden haben, überhaupt stattfinden konnte, ein Schlüssel waren die Hinweise, die er weitergegeben hat aus einem Zivilverfahren an die Staatsanwaltschaft in Deutschland. Und der sollte in Zürich durch eine Bank unter Druck gesetzt werden. Es drohte sogar eine Gefängnisstrafe. Und ja, den haben wir unterstützt, weil wir meinen, die Menschen, die für faire Finanzmärkte sich einsetzen, die gegen Finanzkriminalität sich einsetzen, die müssen jetzt mal zusammenarbeiten. Sonst ist unsere Gesellschaft einfach immer wieder Spielball von den Leuten, die uns ausplündern wollen. Wir sehen das jetzt auch bei Wirecard. Ich meine, es ist ja merkwürdig, über wie viele Jahre ist es da gelungen, ein offensichtlich betrügerisches System aufrechterhalten. Die Finanzaufsicht hat versagt, die Wirtschaftsprüfer haben nicht richtig genau hingeschaut und ganz viele Kleinanleger haben jetzt richtig viel Geld verloren. Ein Riesenschaden, auch übrigens ein Rufschaden für Deutschland. Jetzt hätte ich sind wir so schlecht aufgestellt? Aber jetzt hätte ich gesagt, 2008, 2009 hat man das alles schon mal erlebt. Man war in einer Bankenrettung. Die Politik hat sich hingestellt und hat gesagt, wir garantieren und wir machen alles besser danach. Warum ist das nicht geschehen? Sind diejenigen, die auf der anderen Seite, nämlich auf der Bankenseite sind, zu stark? Ja, definitiv. Und meine Beobachtung ist, im Herbst 2008 und im Jahr 2009 noch, da war das Thema im Fokus und wir konnten richtig den Rückenwind aus der Gesellschaft spüren. Da sind einige gute Reformansätze auf den Weg gebracht worden. Und dann war plötzlich dieses Thema nicht mehr so interessant und dann hatten sie wieder nur die Expertenwelt. Und in dieser Expertenwelt sind eben die Lobbyisten, die bezahlt sind dafür, die Regeln so zu machen, dass sie gut für die Banken und die Fonds sind und nicht so gut für Bürgerinnen und Bürger in der absoluten Mehrzahl. Ich habe dann Anhörungen erlebt, da war kein einziger neutraler Sachverständiger eingeladen, sondern nur Lobbyisten. Da braucht man sich ja nicht wundern, wenn die Gesetzgebung nachher schief ist. Das wollte ich gerade fragen, wenn Sie im Bundestag gesessen haben. Wie war denn die Lobbyarbeit der Finanzindustrie? Und das ist ja eine eigene Industrie. Wie stark haben Sie das denn zu spüren bekommen? Also an manchen Stellen konnte ich sehen, dass wortwörtlich Vorschläge von der Versicherungsbranche in das Gesetz gewandert sind oder vom Bankenverband in das Gesetzblatt gewandert sind. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass da Parteispenden fließen. Das kann man manchmal auch beobachten, dass es da üble Verquickungen gibt. Sondern manchmal geht es einfach darum, es fehlt an Know-how. Es ist ein solch monopolisiertes Expertenwissen da, dass Sie als Abgeordneter, wenn Sie dann fragen, wie wirkt eigentlich dieses Gesetz, nur ganz wenige unabhängige Experten finden können. Die meisten, die sich auskennen, sind eben in der Branche aktiv und wollen, dass sich möglichst nichts ändert. Und diese Schieflage, die müssen wir unbedingt ändern. Und die Einzigen, die das ändern können, sind Bürgerinnen und Bürger, die mitmachen. Aber muss ja auch Politik darauf reagieren. Haben Sie den Eindruck gehabt, dass die Abgeordneten oder wir sagen jetzt mal einfach, die Politik, die Verantwortliche, eigentlich auch nicht genug Ahnung von dem hatte, was da passiert? Naja, Ahnung. Häufig kommt dann eben ein interessiertes Expertenwissen rein. Aber ich will es mal an einem konkreten Beispiel festmachen, wie das gelaufen ist. Wirtschaftsprüfer, das ist eine Branche, mit der der normale Bürger nichts zu tun hat, aber die sind extrem wichtig, damit in den Bilanzen nicht irgendwelche Luftzahlen drinstehen, sondern das, was wirklich im Unternehmen passiert. Und es gab Anfang der 2000er Jahre einen großen Skandal in den USA, den Enron-Skandal, wo die Wirtschaftsprüfer schon so richtig Mist gemacht haben. Und danach war der Aufschrei groß, wir müssen was tun, aber es ist nichts passiert. Und dann 2008 hat man in der Bankenkrise gemerkt, dass wieder die Wirtschaftsprüfer nicht richtig hingeguckt hatten. Und dann hieß es wieder, wir müssen was tun. Dann hat die EU-Kommission Regeln vorgelegt. Und durch die Lobbyarbeit der vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind diese Vorschläge bis zur Unkenntlichkeit verwässert worden. Und jetzt fragt man sich bei Wirecard wieder, wie kann es eigentlich passieren, dass die Wirtschaftsprüfer die Sache nicht gesehen haben? Es ist eine Serie von Skandalen und immer danach ist kurzfristig der Aufschrei groß. Aber dann, wenn es an die Gesetzgebungsarbeit geht, dann ist zu wenig Druck aus der Gesellschaft da, um den Experten aus der Branche etwas entgegenzusetzen. Denn, und das versuchen wir zu organisieren. Denn in Wahrheit ist es doch so, dass diese Skandale und diese wirklich enormen finanzpolitischen Querschläger wir alle bezahlen. Natürlich, natürlich. Also das ist das, was so ärgerlich ist. Ich habe so viele Menschen getroffen in den letzten Jahren, die man als Verlierer des Finanzmarkts bezeichnen kann. Da ist jemand, der eben in seine Berufsunfähigkeitsversicherung einbezahlt hat,
in der Hoffnung, dass, falls ihm was passieren sollte, dass er dann geschützt ist. Und dann passiert ein übler Schicksalsschlag, ein Unfall, eine Krankheit. Er kann nicht mehr arbeiten und statt dass die Versicherung zahlt, gibt es einen jahrelangen zermürbenden Rechtsstreit, den man natürlich nach so einem Schicksalsschlag überhaupt nicht verkraften kann. Oder Menschen, die für die Altersvorsorge versuchen, das Richtige zu tun. Sie informieren sich, aber sie können nicht wissen, dass die Bilanz gefälscht ist. Wenn der Wirtschaftsprüfer es nicht sieht, dann kann es ja auch der Kleinanleger aus Stuttgart oder Berlin nicht wissen. Und die verlieren dann einen großen Teil ihrer Altersvorsorge, obwohl sie alles versucht haben, richtig zu machen, um sich zu sorgen. Und so viele Menschen, die darunter leiden, dass der Finanzmarkt falsch aufgestellt ist, ich finde, es ist Zeit, dass wir diese vielen Verlierer, und da gehören fast alle von uns dazu, am Finanzmarkt mal organisieren und dafür sorgen, dass sich's verändert. Ja, dann sprechen wir doch mal darüber, wie man mit Banken umgehen muss, wie die reguliert werden müssen. Das, was wir erlebt haben in der Finanzkrise, war, dass viele, auch ältere Menschen, eine Menge Geld verloren haben, manchmal ihre gesamte Altersvorsorge, weil sie angeblich oder tatsächlich falsch beraten worden sind von Banken. Ist das immer noch möglich? Es ist immer noch so, dass es im Finanzvertrieb über Provisionen läuft. Das heißt, die Bank kriegt von dem, der das Finanzprodukt anbietet, etwas dafür gezahlt, dass sie es dem Kunden empfiehlt. Und eigentlich wollen die Kunden ja aber eine unabhängige Finanzberatung, die sagt, was passt zu mir. Und das ist in einem ständigen Konflikt. Und deswegen ist es auch heute noch so, dass sehr viel ungeeignete Finanzprodukte, die eigentlich zu kompliziert sind, als dass man sie verstehen könnte, in Deutschland vertrieben werden. Übrigens Produkte, die in anderen Ländern verboten sind. Das zeigt ja auch, dass man durchaus national was machen kann. Es ist nicht alles global an den Finanzmärkten. Es wäre in Deutschland nötig, den Verbraucher besser zu schützen. Und zwar nicht, dass man alles verbietet, sondern dass man diese Fehlanreize im Vertrieb korrigiert. Wenn wir jetzt mal nicht den Bürger sehen, der zu seiner Bank geht und der beraten wird, sondern die Banken selber sieht, wie stabil sind die denn aus ihrer Sicht im Augenblick? Wir haben ja manchen Experten, der sagt, wir bekommen im Herbst eine Bankenkrise. Ich befürchte das auch. In dem Moment, wo eben die Unternehmen, die ja jetzt zusätzliche Kredite auch bekommen in der Krise, um durchzustehen, dann das länger diese Phase aushalten müssen, wird irgendwann die Schuldenlast auch zu groß. Und ich rechne damit, dass es dann auch bei den Banken ankommt. Und dann ist eben entscheidend, wie viel Puffer haben die eigentlich in ihrer Bilanz? Wie viel können die an Verlusten abfedern? Und deswegen machen sich Bankaufseher durchaus Sorgen, dass es da zu einer zweiten Welle kommen kann, die dann auch den Finanzmarkt nochmal richtig beutelt. Da haben wir bei der Commerzbank erlebt, dass der Staat gesagt hat, naja, dieses Finanzinstitut, da steigen wir mit ein und holen sozusagen da eine Sicherheit durch eigene Finanzen, letztendlich auch wieder über die Steuergelder. Hat das aus Ihrer Sicht funktioniert und wäre das ein Modell auch für den Herbst? Die Commerzbank-Rettung ist richtig schlecht gemacht worden. Der Bund ist mit einem viel zu hohen Aktienkurs eingestiegen, der seither nie wieder erreicht worden ist. Das heißt, die Milliardenkosten dieser Commerzbank-Rettung sind vorprogrammiert, während in anderen Ländern der Staat Gewinn gemacht hat mit der Bankenrettung. Also das hat man nicht gut gemacht in Deutschland. Und wir können auch feststellen, dass der Staat nicht aufgepasst hat, was die Bank dann für Geschäfte macht. Während der Staat Anteilseigner war, der größte Anteilseigner, hat die Bank Geschäfte gemacht zu Lasten des Steuerzahlers. Die sogenannten Cum-Cum-Geschäfte, also ähnlich wie die Cum-Ex-Geschäfte, über die wir vorher gesprochen haben. So etwas darf natürlich auch nicht passieren, dass eine Bank, die gerettet wird, gleichzeitig noch dem Staat in die Tasche greift, der sie gerade rettet. Wie dumm ist das denn? Wie weit sind denn die Banken und Vertreter der Banken und Verantwortliche der Politik, die Entscheidungsträger eigentlich über die Gesetze, voneinander entfernt oder wie nah sind sie? Da gibt es leider eine große Nähe. Am bekanntesten ist es geworden an dieser Ackermann-Geburtstagsfeier im Kanzleramt. Aber das ist eigentlich nur so eine Spitze. Es gibt einen sehr engen Austausch. Und der Austausch an sich wäre gar nicht problematisch, wenn nicht viele in der deutschen Politik den Eindruck hätten, wenn es den deutschen Banken gut geht, geht es Deutschland gut. Aber so ist es nicht. Die Deutsche Bank ist längst nicht mehr eine deutsche Bank, sondern es ist ein globaler Konzern. Übrigens einer, wo extrem viel kriminelle Geschäfte gelaufen sind. Und da sich einfach hinzustellen und sagen, das ist doch unsere Deutsche Bank, ist ziemlich naiv. Im Gegenteil, wir müssen eigentlich gucken, dass wir den
Bürger auch davor schützen, dass die Risiken von solchen Banken plötzlich wieder beim Steuerzahler landen. Ich hoffe sehr, dass nicht der Steuerzahler nochmal zur Kasse gebeten wird. Sie haben Volkswirtschaft studiert und Sie haben promoviert in Volkswirtschaft, auch auf der Ebene der Europäischen Union. Jetzt wissen wir aus vielen Branchen, aus der gesamten Industrie, dass wir nicht nur eine Globalisierung haben, sondern dass wir auch ohne eine starke europäische Gemeinsamkeit in vielen Bereichen gar nicht mehr überleben können in dieser Globalisierung. Wie ist das denn im Finanzgewerbe? Das Finanzgewerbe ist vielleicht eines der am stärksten global und auch europäisch ausgerichteten Strukturen. Entscheidend ist jetzt, dass wir in Europa immer noch nicht eine stabile Finanzarchitektur haben. Also es gibt die Währung Euro, aber es gibt eigentlich nicht eine entsprechende finanzpolitische Struktur, also ein Finanzministerium auf europäischer Ebene, was wirklich die Kontrolle ausüben könnte. An einzelnen Stellen hat man jetzt das Richtige gemacht, nämlich die Bankenaufsicht europäisiert. Das ist viel besser als vorher, wo die Banken die nationalen Aufsichtsbehörden gegeneinander ausspielen konnten. Aber was es eigentlich bräuchte, wäre eine wirklich gemeinsame Aufstellung und Regulierung auch der Finanzmärkte. Jetzt wissen wir aus allen Bereichen, und Sie wissen es als Finanzpolitiker, als ehemaliger bestens, da wo es ums Geld geht, da will man Autonomie bewahren. Da will man möglichst nicht mit anderen streiten oder diskutieren wollen. Das ist in Europa eigentlich auch noch so. Jetzt gibt es aber einen Politiker, Herrn Schäuble, der sagt, wir müssen endlich mal von der Währungs- zu einer Wirtschaftsunion kommen. Und das würde ja auch erhebliche Konsequenzen für die Finanzpolitik haben. Was halten Sie denn davon? Ich glaube, Herr Schäuble hat da recht. Das ist seit Jahren eine Forderung, die wir erheben, weil wenn man sich auf die letzten Jahre mal das anschaut, dann hat man festgestellt, weil es keine entsprechende Wirtschaftsunion, keine entsprechenden finanzpolitischen Instrumente in Europa gegeben hat, hat die Europäische Zentralbank alles allein machen müssen. Und wir stellen fest, dass dieser Fokus auf die Geldpolitik dazu führte, dass die Krise sehr ungerecht gemanagt worden ist. Die Aktienkurse sind in die Höhe gegangen, die Immobilienpreise sind in die Höhe gegangen, zu Lasten von vielen Menschen, die nach einem bezahlbaren Wohnraum suchen. Und diese negativen Wirkungen, das hat damit zu tun, dass es einfach nicht eine gut austarierte Finanzpolitik gibt. Und deswegen haben wir uns jetzt auch dafür eingesetzt in dieser Krise, dass Europa da gemeinsam eine Antwort macht, damit es nicht zu einer neuen Welle Euro-Krise kommt. Denn das ist die Problematik, wenn jedes Land in Europa da alleine agiert. Wo stammt Ihr Interesse A für Finanzpolitik und B für die Frage, wie ist Gerechtigkeit bei den Finanzen und im Volk herzustellen her? Ich habe in meiner Schulzeit über Wirtschaft und Finanzen eigentlich gar nichts mitbekommen. Wäre ja auch ungewöhnlich in deutschen Schulen, oder? Genau, das wäre ungewöhnlich. Ja. Es gab 2-3 Wochen, gab es da was. Da war ich gerade zum Schüleraustausch in den USA. Und ich habe dann nach dem Abitur mich entschieden, Wirtschaft zu studieren, weil ich den Eindruck hatte, da ist so ein ganz wichtiges Feld in unserer Gesellschaft, von dem ich keine Ahnung habe. Das muss ich mir jetzt mal genauer anschauen, denn da entscheiden sich ganz viele Weichenstellungen. Und über dieses Interesse bin ich später zu den Grünen gekommen. Ich würde sagen, dass mich ganz stark das Thema Gerechtigkeit geprägt hat. Und das kommt sicher von dem christlichen Elternhaus und der christlichen Soziallehre. Die Würde des Menschen. Und wenn ich das sehe, wie teilweise Menschen in die Überschuldung gedrängt werden von Banken, das regt mich wirklich auf. Also das können wir auch in Deutschland beobachten, dass Konsumentenkredite zu enormen Zinsen verkauft werden, mit denen die Leute nachher keinen Ausweg mehr haben und wo sie auch nicht merken können, wie hoch die Belastung eigentlich ist. Und wenn Menschen, die eigentlich vorher ihre Finanzen im Griff haben, dann in eine ausweglose Situation gebracht werden, sowas regt mich auf und da will ich was dagegen tun. Haben Sie denn den Eindruck, dass ethische Prinzipien in der Finanzpolitik überhaupt was zu suchen haben? Es gibt ja den Begriff der Marktwirtschaft und es gibt den Begriff der sozialen Marktwirtschaft. Der ist uralt. Mit dem Begriff wird der damalige Wirtschaftsminister Erhard in Verbindung gebracht, immer wieder. Aber ist tatsächlich Wirtschaft und Finanzen auch ein Bereich, in dem Ethik eine Rolle spielen muss? Und kann man das umsetzen? Ich glaube, es geht ohne Ethik nicht. Sonst fahren wir das ganze System gegen die Wand. Das sehen wir beim Thema wie Klima, wo natürlich wir eine Verantwortung haben, dass wir nicht die Lebensgrundlagen von uns selbst und Kindern und Kindeskindern ruinieren.
Aber das gilt natürlich auch bei der Frage, lassen wir eigentlich Kriminalität im Finanzbereich ohne Ende zulasten von ganz vielen Menschen? Als ich angefangen habe, mich mit Finanzmärkten zu beschäftigen, da dachte ich auch, wir haben es da eigentlich mit Marktwirtschaft zu tun und das geht irgendwie alles so nach Recht und Gesetz zu und da muss man halt ein paar Regeln verändern. Und ich habe immer mehr gemerkt, in welch großem Ausmaß die Finanzmärkte eigentlich eine Spielwiese für Kriminelle sind. Geldwäsche, Anlagebetrug, jetzt bei Wirecard wieder zu sehen und zwar in enormen Dimensionen. Und ich finde, wir dürfen nicht ein so großes Feld der Kriminalität überlassen. Und ich verstehe nicht, warum unsere Gesellschaft bei allen möglichen Sachen nach Law and Order ruft und sagt, da muss die Härte des Gesetzes rein. Und dann, wenn Leute in schwarzen Anzügen und weißen Hemden Milliardengelder in kriminelle Quellen schieben und da unsauber wirtschaften, da ist plötzlich irgendwie die Kraft des Gesetzes nicht so gefragt. Das, finde ich, passt überhaupt nicht zusammen. Jetzt werden wir immer wieder aufgerufen und Sie werden ja gerade zu diesem Thema ja eine besondere Verantwortung unterstellen. Wir werden immer wieder aufgerufen, uns zum Beispiel am Aktienmarkt zu engagieren. Das hat 2008, 2009 ziemlich ist ziemlich schief gegangen. Jetzt haben wir aber im Augenblick eine Lage, bei der, wir haben eben gesagt, diese beiden Dinge, nämlich die Realwirtschaft und der Aktienmarkt, weit auseinander liegen. Ist das weiterhin ein Spekulationsbereich, ein Spekulationsmarkt und wie bekommt man den im Zweifel unter Kontrolle? Aktien müssen nicht an sich etwas sein, was man spekulativ nutzt. Für eine gute Altersvorsorge gehören Aktien in gewisser Weise dazu. Und die Frage ist nur, warum Deutschland das so schlecht organisiert. Schweden bietet seinen Bürgern einen Weg an, Aktien bei der Altersvorsorge zu nutzen, mit ganz geringen Kosten und viel besserer Rendite als die Riester-Produkte in Deutschland. Und man fragt sich, warum kann der schwedische Staat es und schafft der deutsche Staat es nicht? Das könnte man wesentlich besser organisieren. Gleichzeitig sehen wir aber, dass im Aktienhandel was ganz Unfaires stattfindet. Nämlich mit dem Hochfrequenzhandel werden manchmal ganz schnell in Millisekunden Aktienpakete hin und her geschoben. Und die Rendite aus diesen Geschäften zahlen eigentlich alle, die, wie Sie und ich, langfristig möglicherweise am Aktienmarkt aktiv sind. Also eine wirklich unfaire Organisation dieses Marktes. Und deswegen finde ich, stärker als der Appell an den Bürger, sorg jetzt endlich mal vor, wäre der Auftrag an die Politik, ein faires System da zu organisieren, damit der langfristige Sparer nicht der Gekniffene ist und dass auch Bürger, die jetzt nicht die großen Finanzprofis sind, in der Lage sind, sinnvoll fürs Alter vorzusorgen. Das wäre jetzt mal an der Zeit. Aber wie ist das mit AGs? Wir haben jetzt im Augenblick eine Krise der Automobilindustrie, eine von vielen Krisen in vielen Branchen. Aber die Automobilindustrie, wir sitzen gerade in Stuttgart, die ist zum Beispiel in Baden-Württemberg sehr, sehr wichtig. In der Bundesrepublik macht sie über 22% der Industrieproduktion aus. Wenn diese Krise in der Autoindustrie existiert, sagt man, wenn da ein Schnupfen existiert, dann ist das gleich eine Grippe für die gesamte deutsche Wirtschaft. Diese Autoindustrie beruht aber auf auch den AGs. Das heißt, derjenige, der an der Spitze eines Autohauses steht, eines Autobauers steht, ist daran interessiert, den Aktienkurs möglich in die Höhe zu treiben. Nicht zuletzt deswegen, weil er davon selber profitiert. Ist das ein gesundes System? Es kann dann gesund sein, wenn man eben nicht nur auf die Rendite kurzfristig guckt. Und das ist die Gefahr bei dem Aktienhandel, dass immer wieder die Quartalszahlen im Vordergrund stehen und die schnellen Ergebnisse. Aber wer langfristig schaut, wird natürlich sehen, dass eine Automobilindustrie, die nur auf den Verbrennungsmotor setzt, nicht zukunftsfähig sein kann und wird eben auch die ökologischen und sozialen Konsequenzen im Blick haben. Ich nehme mal ein Beispiel aus Saudi-Arabien, wo der Ölkonzern Aramco einen der größten Börsengänge der Geschichte kürzlich hingelegt hat, ein Unternehmen, das über 2 Billionen Euro wert ist. Wie kann es sein, dass ein Unternehmen, das in einer solchen veralteten Wirtschaftsweise, nämlich Öl zu fördern, aktiv ist, so viel wert ist? Das muss eine Preiskorrektur geben. Und deswegen warnen viele Experten am Finanzmarkt, warnen auch wir davor, jetzt bei der Aktienanlage nur aufs Geld zu gucken und auf den Kurs aktuell, sondern natürlich muss man schauen, ein Geschäftsmodell, was ökologisch schädlich ist,
darf langfristig und kann langfristig nicht erfolgreich sein. Und deswegen lohnt es sich eben nicht nur darauf zu gucken, was jetzt gerade am Markt so angeboten wird. Aber dann müsste der Unternehmenslenker in der Autoindustrie nicht davon profitieren dürfen, dass er besonders viele Autos verkauft, die eine alte Technologie haben, in Länder zum Beispiel verkauft, wo man zu, sagen wir mal, der neuen Technologie, E-Mobilität vielleicht erst einmal nicht so gegangen ist. Der Aktienkurs wird gesteigert dadurch, dass ich möglichst viel Gewinn mache. Dann gehe ich doch zum Beispiel mit dem Verkauf von Autos dorthin, wo ich die größten Margen erziele, die größten Gewinne mache. Und dann brauche ich mich doch gar nicht zu kümmern um zum Beispiel ökologische Aspekte. Das ist ja bei vielen deutschen Autofirmen passiert. Die haben unglaublich viel Geld verdient in China, haben sich in der Zeit gar nicht so stark darum kümmern müssen, eine Orientierung Richtung alternative Energie zu gehen. Deswegen wollen wir auch eine ökologische Finanzwende, also einen Finanzmarkt, der auf diese Wirkungen schaut. Und wenn es dann so ist, dass ein Unternehmen, was einen Kredit nachfragt bei der Bank oder ein Aktienpaket platzieren will am Finanzmarkt, die Frage gestellt bekommt von den Finanzinvestoren, wie funktioniert eigentlich dein Geschäftsmodell in 10 Jahren, wenn die Klimaziele, die in Paris vereinbart worden sind, die uns auf 1,5 Grad Erwärmung maximal halten wollen, wenn die umgesetzt werden, dann hast du doch gar kein Geschäftsmodell. Und wenn diese Aktien dann gar nicht mehr platziert werden können, weil der Finanzmarkt langfristig orientiert ist, dann können wir auch solche negativen Wirkungen besser eingrenzen. Und dann hat es auch nicht so dramatische Auswirkungen auf die Beschäftigung, wenn wir insgesamt die Wirtschaft langfristig orientiert bekommen. Aber dann müsste der Vorstandsvorsitzende eines solchen Unternehmens genau das gefragt werden und nicht, sagen wir mal, davon profitieren, dass er noch alte Technologie verkauft zu hervorragenden Verkaufspreisen und damit selber persönlich auch noch davon profitiert. Richtig, und natürlich sprechen Sie einen wichtigen Punkt da an. Viele Unternehmenslenker profitieren sehr stark noch von kurzfristigen Erfolgen in ihrem Unternehmen. Wir müssen eigentlich die Wirtschaft insgesamt in eine langfristigere Orientierung hinbekommen, denn uns fallen die Sachen immer wieder auf die Füße. Ich nehme mal noch ein Beispiel aus dem Bankenbereich. In der Zeit von Josef Ackermann gab es gigantische Gewinne bei der Deutschen Bank. Und einige Jahre später mussten in den Bereichen, wo die Gewinne erwirtschaftet worden sind, große Milliardenstrafen an die Aufsichtsbehörden in den USA und Großbritannien gezahlt werden, weil viele dieser Gewinne auf kriminellen Geschäften beruhten. Und die sind völlig zerronnen, diese Gewinne. Wer langfristig ein Unternehmen steuert, der schaut gleich, dass nicht Gewinne dort gemacht werden, wo man nachher Strafen kassiert, sondern er schaut, dass es ein langfristig funktionierendes Geschäftsmodell ist. Da müssen wir hin. Das bedeutet aber eine Änderung der Einstellung zu Finanz- und Wirtschaftsfragen. Sehen Sie aus Ihrer Erfahrung, Sie haben sich jetzt um die Wende gekümmert seit 2018, dass es da eine gewisse Wende gibt? Oder laufen Sie so ein bisschen gegen die Wand? Ich stelle fest, dass es die ökologischen Fragen geschafft haben, im Finanzmarkt ernster genommen zu werden. Da hat insbesondere der britische Zentralbankchef Mark Carney in den letzten Jahren eine große Rolle gespielt, einfach deutlich zu machen, Leute, ihr fahrt auch ökonomisch gegen die Wand, wenn ihr die ökologischen Fragen nicht ernst nehmt am Finanzmarkt. Ihr werdet viel Geld verlieren und es kann auch eine Finanzkrise kommen, wenn wir die ökologischen Fragen nicht ernst nehmen. Aber ich glaube, das greift zu kurz, solange der Finanzmarkt insgesamt so kurzatmig organisiert ist, dass Quartalszahlen wichtiger sind als die langfristige Entwicklung, als viele Vorstände noch sehr kurzfristig auf ihre Aktienentwicklung schauen. Wird die Finanzwende kommen? Ich glaube, das ist eine offene Frage, ob sie kommen wird. In den letzten Jahren kann man den Eindruck haben, dass wir eigentlich pathologisch lernen, also von Crash zu Crash uns entwickeln, von Krise zu Krise. Das bei Wirecard jetzt, das ist alles eine Sache mit Ansage gewesen. Die Finanzaufsichtsbehörde hat immer schon geschlafen in den letzten Jahren. Man hätte sie schon länger reformieren müssen. Und dass es jetzt nochmal einen großen Skandal brauchte, bis man mal so ein bisschen aufwacht im Finanzministerium, das ist eigentlich erschreckend. Und auch jetzt springt man wieder viel zu kurz. Ich glaube, es braucht Druck aus der Gesellschaft, damit es wirkliche Reformen am Finanzmarkt gibt, sonst wird es nicht funktionieren. Das ist meine Erfahrung. Deswegen bin ich aus dem Bundestag auch raus, weil ich meine, ohne den Druck von unten, von Bürgerinnen und Bürgern, wird es nicht kommen. Sonst erleben wir den nächsten Skandal und die nächsten Skandale und auch den nächsten Crash. Gerhard Schick, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Danke auch.